Hallo ihr Lieben und willkommen. Ich habe eine gute Stunde weiter das Zeug gesammelt. Und das heißt, wir sind jetzt bei 312.000. Immer noch nicht jetzt extrem viel, aber naja, besser als gar nichts. So, ich lasse ihn mal. Ja, den Satelliten habe ich noch natürlich auch da eingesammelt. Bis hierhin fliegen. Erbitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis. Ich frage mich gerade, ob ich hier vielleicht unterwegs dann noch schnell das Satelliten abwerfen soll. Ich will jetzt gar nicht wissen, was das Dong war. Kid. Ich muss hier rein, hier hin, hier rein. Da ist auch für die Livestream-Ansicht dieses Fliegers. Wie war das nochmal mit dem Rad? Nein, ich bin los. Ist da? Shift hat. Sieht sinister aus jetzt. Okay, wir sind schon fast da. Ich muss mal nachsehen. Wir haben ja, oder ich habe ja. Okay. Jetzt ist es schon Zeit für mich zu übernehmen. Moment. Karte. Achso, gut. Karte. Entferne diesen Befehl. Guten Tag. Weil jetzt fliegt er hier in die. Oh. Wo ist. Wieso kann ich nicht steuern? Jetzt. Und wo ist der Rest vom Schiff? Vielleicht habe ich es auch deshalb in einem anderen Spiel noch nicht gefunden. Ich war dort noch nicht im Windfall. Erreiche System. Windfall. Erlaubnis erteilt. So, hat das Schiff nur eine Lande? Oh. Wenig vor. Aber das ist ja eigentlich auch angedockt. Zusammengesetzt. So, wir sollen mit Axiom sprechen. So, du bist schon besser, das sehe ich gerade. Freut mich. Elysischer Göter. Okay. Aktion haben wir ja schon mal im Generatorraum gesehen, als ich mir da den Code angeschaut habe.
ist da wohl auch ein Programmier. Eine Schemata vom Ende. Motor. Da ist sie ja. Meine ehemalige Zellengenossin. Die Auserwählte. Es ist schön zu sehen, dass sie sich von unserer beschwerlichen Flucht erholt haben. Der Maestro sagte, sie hätten bei ihrem ersten Schmuggelflug gut abgeschnitten. Das verheißt Gutes für die bevorstehende Aufgabe, mein zweiäugiges Lehrmädchen. Sind Sie bereit, sich das göttliche Wissen verleihen zu lassen, wie man eine Station so nimmt, wie sie ist? Ich würde die Frage ja mit stellen, von wegen Auserwählt, goldene Ticket und allem, aber ich glaube, das ist einfach nur ein Tick, den er hat. Nun gut, Lehrling. Um sich Zugang zur Sicherheit einer Station zu verschaffen, benötigen Sie immer eine Art Sicherheitsgerät, normalerweise aus drei verschiedenen Materialien hergestellt. Beschaffe... Habe ich dafür eine spezifische... Die Kreatur ist jetzt Mitglied. Mit Axiom und Split, um Dinge ins Rollen zu bringen. Ja, er sagt ja vier Gründungsmitglieder, aber er ist der Split. Wahrscheinlich gibt es da noch einen. Okay. Ja. Nicht gerade Händler überfallen, die Kreatur ist es mitgemischt. Soll ich vielleicht nochmal mit dir reden? Habt ihr euch nicht um all die Aufgaben gekümmert, zu denen euch der Maestro berief? Nun, dann sollten sie sich wohl an die Arbeit machen. Okay. Sorgen, dass wir einen Zellentrakt auf diesem Schiff haben. Ja, vielleicht für ein Führungsopfer. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Wir kaufen sie auf dem Schwarzmarkt. Aber der Schwarzmarkt muss nicht unbedingt welche haben. Oder wir finden Xenon. Das ist das Antimaterie. Na gut, wir sollten ja sowieso mal eine Station scannen. Guten Tag. Das war doch nicht mein üblicher Pilot. Erreiche System. Stiller Zeuge. Sind hier zufällig ein paar Xenon am Kämpfen? Ja. Also am wahrscheinlichsten sind wir die im argonischen Raum, denke ich mal. Denn da fallen sie immer wieder ein. Erreiche System. Argon Prime.
Ja, ich muss auch ab und zu aufstehen und... Und T-Posen, das ist gut für den Kreislauf. So, jetzt zeig ich da. Und wir sind jetzt. Genau, wir müssen anfangen. Greife an! Das sind diverse Tore. Weißt du was? Lass mich mal ein bisschen rum selbst rumfliegen. Ich habe aber noch kein Schiff. Ich verstehe das nicht. Das muss ich irgendwie die Gehört haben. Zu diesem Schrauber durch. Weil da sehe ich irgendwas drumherum. Lass mich wissen, was das ist. Ah, ich habe schon eine Ahnung, was das sein könnte. Ein uraltes Wrack, oder beziehungsweise von einer Raumstation. Die Überreste. Ne, das sind die da. Die spielen in X-Free Union eine Rolle. Ist das dann eine Werft? Das scheint mir eine Werft zu sein. Das ist Aquaduct, genau, so heißt das Ding. Soweit ich mich erinnern kann, ist da nichts besonders Spannendes zu finden. Argon-Schiffswerft. Bitte stoppen Sie. Wir werden Ihr Inventar scannen. Was du nicht lassen kannst. Ich werfe sogar was freiwillig ab. Ohne dass du was verdienst. Wir haben nichts gefunden. Sie können weiterfliegen. So, jetzt möchte ich schnell wissen, wo das Tor ist. Erreiche System. Einflussbereich. Einflussbereich? Sagt mir alles nichts. Da, das blendet jetzt auch nicht mehr. Gut, das muss jetzt nicht falsch sein. Moment. Sicherheitscontainer. Der ist ja jetzt schon nicht mehr ganz koscher. Aber wahrscheinlich hat er schon einen Schlag von mir abbekommen. Kid. Okay, ich mache den Reparaturlaser an. Sicherheitscontainer.
kriegen wir es nicht hin. Na? Was ist jetzt los? Wieso kann ich nicht docken? Drück dich klarer aus, Spiel! Sag mir, was nicht stimmt. Andockerlaubnis erteilt. Was zur Hölle war jetzt schon wieder falsch? Musste ich erst das Schiff anheben. Jetzt um die Gesundheit. Sicherheitscontainer. Okay. Nochmal flicken. Guten Tag. Du könntest eigentlich gleich hinter mir stehen bleiben. Das kann vielleicht noch ein paar Mal so gehen. Sicherheitscontainer. Okay, 40 Meter. Okay. Killed. Andockerlaubnis. Ich muss ihn erst auswählen. Das war das Punkt. So, wir haben es geschafft. Unser nächstes Ziel ist das Infiltrieren einer Station, die es wert ist, gehackt zu werden. Eine, die Waren von Wert produziert. Der Maestro hat mir mitgeteilt, welche Waren wir benötigen. Daher nahm ich mir die Freiheit, eine geeignete Station zu finden, die Sie infiltrieren können. Und mit Infiltrieren meine ich andocken. Machen Sie sich die Dinge nicht schwerer, als sie sein müssen. Aber wenn Sie je eine Station hacken wollen, die Sie nicht andocken lässt, können Sie immer an Bord eines Schiffes gehen, das zu dieser Station unterwegs ist, und auf diese Weise Ihre Andocksicherung umgehen.
Kacke, Steuerkontrolle. Immerhin, wir haben jetzt zwar keine RGI-Prozessoren gefunden, und damit konnten wir nicht, wie er es eigentlich wollte. Die Dinger selbst basteln. Aber wir haben wohl ein fertiges gefunden, deshalb. Erreiche System, Argon Prime. Kann ich jetzt damit vollfahren, die Station zu hacken? Vortrefflich. Machen Sie sich nun auf den Weg in die Technikabteilung, ohne zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Wir können bestätigen, dass elysische Bestrebungen in der Nähe seien, bereit zum Weitermachen. Guck mich nur ein bisschen um. Suchen Sie nach einem Terminal mit der Bezeichnung Steuerkonsole für Lagersysteme und setzen Sie das Sicherheitsentschlüsselungssystem ein. Diese Hacking-Geräte können nur einmal benutzt werden, also stellen Sie sicher, das richtige Terminal zu hacken. Aus seiner Perspektive bin ich auch nur am Gerät. Ich meine, er kann mich ja eigentlich nicht sehen. Wie ich sehe, haben Sie Ihr System kompromittiert. Die Station stößt Waren ins All aus. Gut gemacht, Backenhörnchen. Rücken an jetzt! Backenhörnchen, zurück zu deinem Schiff. Schnappen dir, was du können. Also erfahrungsgemäß passt in mein Schiff so gut wie gar nichts rein. Aber okay. Kid. Ich werde schon dafür sorgen, dass du gleich wieder fliegst. Ah, nicht so. So. Noch dran interessant. Medikamente. Okay, passt nichts mehr rein.
So. Komm. Barfuß. Guten Tag. Guten Tag. Die Außenseite soll die. Wie jetzt? Kann ich ihm nicht sagen, er soll sie beschützen. Okay, muss ich doch wieder selbst rein. Sorry. Mein Boss ist schlimmer als deiner. Wir wurden getroffen. Dieses Schiff steht unter Schutz. Achso. Das sind die Drohnen. Wieso greift ihr jetzt die Station an? Seid ihr wahnsinnig? Ihr könnt doch die Station nicht gewinnen. Gegen die Station nicht gewinnen. Raketen.
Ich verschwinde hier mal. Ich bin ja auch dumm. Ich hab mit einer halben Waffe geschossen. Nur mit meiner halben Bewaffnung geschossen. Also. Aber jetzt zeig mal die Station. Scheint uns noch immer nicht als feindlich zu betrachten. Erreiche System. Windfall. Backenhörnchen, deine Beiträge machen Unterschied. Mittel von elisische Köter vermehrt sein. Alle Beteiligten gute Arbeit machen. Während du, Ass und Axiom auf Raubzug waren, Split haben mehrstufigen Plan ausgearbeitet, das mehr Mittel und Vorarbeit erfordern. Außerdem Plan noch nicht endgültig, noch in Arbeit. Durchsprechen mit Crew, wie du weiter beitragen können. So, jetzt auch ein Datentresor. Und dann zur Crew. Ja, warte, wenn die da immer noch am Kämpfen sind? Nee, die haben aufgehört damit. Und die kommen jetzt auch zurück. Aber weißt du was, wenn die jetzt eh da am Fliegen sind und die brauchen ja eine Weile, dann kann ich mich ja einfach mal um den Datentresor kümmern. Warum die Station angegriffen haben, guten Tag, ist mir immer noch Schleier. Guten Tag. Killed. Richtig, sehe leuchtet da was rot. Blick von oben werfen. Da ist die Klappe aufgegangen. Da ist nichts drin. Zu sein. Nichts dann.
Da ist nichts drin. Die Daten, guckst du? Ja, scheint gar nicht so viel ausgemacht zu haben. Okay, haben wir dich. Was ist ich das hier? Sicherheitsumgebungssystem. Das ist nicht schlecht. Oh, woher kommt das Geld? Das ist gerade jetzt mit aufgesammelt. Bauplan halten für R-König geschützt. Das ist interessant. So, das ist aber noch nicht in unserer Beute. Ich finde jetzt gerade echt nichts. Zum Schiff zurück. Andockerlaubnis erteilt. Und guck vom Schiff aus noch ein bisschen. Weil der Sauerstoff geht ja auch bald mal aus. Ich habe eine Nachricht. Ist das wieder Spam? So, das ist nur das Eck von der Anzeige. Was ist jetzt passiert? Ist das ein LOD-Problem? Nee, anscheinend nicht.
Ich habe nicht die geringste Ahnung, was da noch sein könnte. Und der Seite habe ich schon geschaut. Okay, dann behalte ich das mal im Hinterkopf. Aber wir sprechen jetzt erstmal mit Axiom und dann beende ich das auch für heute. Ist ein bisschen gefährlich, weil ich weiß nicht, wie viel ich rausschneide. Nicht, dass am Ende eigentlich Autopilot eingeschaltet. Autopilot ausgeschaltet. Wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich? Fliegt nur 480.000. Dafür sollte ich mir jetzt allerdings ein Schiff leisten können. Erlaubnis erteilt. Und wie sieht es mit unseren Fraktionsstandings dann aus? Erfolgreich angedockt. Mit irgendjemandem müssen wir uns doch jetzt was verkracht haben. Das war, glaube ich, argonisch. Oder Teladi. Teladi plus 1 immer noch. Finanzministerium immer noch minus 5, also keine Veränderung. Seit wann ist Piraterie egal? Ich gucke immer nach unten. Ich muss doch jetzt mal schauen, wie es von oben aussieht. Hey, 0, auch 0. Ne, es ist nicht 0. 0 hat ja diese Brille. Wieso Generator? Ah, ich soll mit Axiom sprechen. Axiom? Wusstest du nicht, dass du fliegen kannst? Das finde ich krass toll. Oh, Backenhörnchen. Schön, Sie zu sehen. Wie ich sehe, haben Sie sich von unserer ersten Lektion erholt. Prächtig. Der Maestro hat Ihnen wahrscheinlich gesagt, dass er gerade einen Plan ausbrütet. Er mausert sich zu einem Plan von noch nie dagewesenem Ausmaß. Und ich wurde gebeten, als ersten Schritt Blaupausen zu beschaffen. Wenn wir einen guten Ruf bei den Teladi hätten, könnten wir die erforderliche Blaupause kaufen. Aber sie sind teuer. Und wir sind Piraten. Also habe ich beschlossen, daraus eine weitere Lektion zu machen. Warte mal, sie sind anders als die anderen Paraniden, denen ich bisher begegnet bin. Warum? Weil ich mich selbst nicht zu ernst nehme. Oder eher, weil ich das Dogma der Paraniden nicht allzu ernst nehme. Nun, eigentlich ist es ganz einfach. Ich glaube nicht daran, wie die anderen es tun. Wissen Sie, selbst ein Paranide wird nicht religiös geboren. Dieser religiöse Eifer ist das Ergebnis einer langwierigen Indoktrination. Sie beginnt unmittelbar, nachdem die Paraniden den Kokon verlassen, in dem sie sich entwickeln. In der paranidischen Gesellschaft ist es nicht unüblich, ungeschlüpfte Kokons in Stasiskapseln zu lagern, um darauf zurückgreifen zu können, wenn eine bestimmte Art von Paraniden benötigt wird. Mein Kokon wurde auf einer paranidischen Station im Windfall gelagert, vor der Sprungtorabschaltung.
Als die Verbindungen zwischen den Systemen langsam instabil wurden, ordnete der Pontifex an, dass alle außerhalb des paranidischen Raums gelagerten Paraniden in das nächstgelegene paranidische System transportiert werden sollten, um den Nachschub an Nachkommen der Paraniden zu sichern. Ich habe es nie nach außerhalb des Windfallsystems geschafft. Eine marodierende Gruppe von Piraten griff das Schiff an, in dem eine Kapsel transportiert wurde. Meine Kapsel trieb eine Zeit lang durch den Raum, bis ich von einer Gruppe von Händlern aufgelesen wurde, die zufällig vorbeikamen. Sie waren mit der Technologie der Paraniden nicht vertraut. Sie aktivierten die Kapsel und sorgten damit aus Versehen dafür, dass ich schlüpfte. Da das Windfallsystem von der paranidischen Gesellschaft abgeschnitten ist, konnte ich nicht die übliche Indoktrination erhalten. Und das Zeitfenster, in dem ein Paranide für die religiösen Lehren empfänglich ist, ist begrenzt. Nun, ich kann gut genug vortäuschen, religiös zu sein, wenn die Situation es erfordert. Aber es ist nur Theater. Nur eine Rolle, die ich spiele. Und ich möchte mich nicht verstecken. So wie ich bin, besteht eine gute Chance, dass ich von meinen paranidischen Brüdern gemieden werden würde. Oder sogar getötet. Ich bin das Opfer einer frustrierenden Situation, die ohne mein Verschulden entstanden ist. Aber ich weigere mich, mich von der Last des Ganzen unterkriegen zu lassen. Humor hilft. Ich mache mich manchmal über die paranidischen Bräuche lustig. Und auf seine eigene Art und Weise hilft mir das, damit fertig zu werden. Zu meiner Verteidigung, diese Bräuche können ziemlich komisch erscheinen. So, ja. Nun gut, wie bei allen Antisicherheitsoperationen hängt der Erfolg stark von der Vorbereitung ab. Sie müssen eine EMP-Bombe erwerben, entweder durch Herstellung oder Kauf bei einem Schwarzmarkthändler. Wenn Sie ein paar Credits sparen wollen, können Sie stattdessen natürlich auch eine Bombe herstellen. Sie benötigen einen Bombenwerfer, um die Bomben an der Station anzubringen. Ich habe einen Schwarzmarkt markiert, von dem ich weiß, dass die benötigten Dinge dort auf Lager sind. Das ist sehr praktisch, danke. Machen wir uns nun an unsere Aufgabe, geheime Blaupausen zu stehlen. Okay. Danke. Und das sehen wir dann in der nächsten Folge. Das ist jetzt gerade auch gespeichert. Aber ich speichere trotzdem nochmal. Dennoch wünsche ich euch einen schönen Abend und wir sehen uns mit X4 Redemption am Samstagabend wieder. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss und bis bald.